Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und heute habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Ihr wisst ja, ich zeichne immer so gerne. Da dachte ich mir einfach mal, weil ich so ein tolles Buch habe, das ist nämlich die Kunst des Zeichnens. Das findet ihr eigentlich in jedem Fachhandel für Zeichenbücher. Findet ihr einfach dieses Buch, das ist ganz toll. Die großen Zeichenschule, praxisnah und gut erklärt. Und da kann ich sagen, das stimmt top. Und da wollte ich euch dann mal zeigen. Also wir brauchen einfach ein Blatt Papier, so ein ganz normales, so weiß, so in der Größe, in der ihr das haben wollt. Und da dürfen auch ein paar mehr drin sein, falls der erste Versuch nicht ganz funktioniert. Da kann man halt immer schön üben. Ich zeichne eigentlich mit ganz normalen Lira-Bleistiften in H, ganz wichtig zum Vorzeichnen, mal in 2B, um es ein bisschen dunkler zu machen und am Ende dann richtig die Schatten zu setzen, den 6B. So, und da habe ich mir halt gedacht, nehmen wir mal was ganz Tolles, so eine Katze, das habe ich schon mal vorhin rausgesucht. Das ist eine Perserkatze. Die ist auch ganz flauschig, das seht ihr, die ist richtig schön wuschelig. Da guckt man, was für tolle Haare sie hat. Da möchte man sie am liebsten kraulen, so wuschelig ist. Dann würde ich einfach sagen, fangen wir mal an und schauen, was da so bei rauskommt. Jetzt meine Katze. Jetzt noch so als kleiner Tipp, das kennen viele schon aus meinen anderen Videos. Da benutze ich manchmal so kleine Hilfsmittel, zum Beispiel wie diesen hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ob der Fokus da drauf ist. Das ist ein Manhattan Kajalstift in Black 1010N. Mit diesem Kajalstift versetze ich der Katze jetzt noch so ein bisschen Dramatik. Die kriegt jetzt hier noch so Art wie Wimpern, ist ja lustig, weil das ist ja ein Drogeriestift. Kriegt sie noch so ein bisschen Wimpern, dass sie so ein bisschen weiblicher aussieht. Ich habe mich entschieden, dass es eine weibliche Katze ist. Seht ihr, was das für einen tollen Effekt gibt? Weil das ja eine weibliche Katze ist, habe ich mir überlegt, ihr so ein bisschen rote Lippen zu geben. Das ist ja eigentlich bei Katzen nicht so üblich, aber ich dachte mir einfach, ja, Wayne juckt's. Da habe ich einen von Rimmel. Das ist in der Farbe 230 Red Forever. Kauft den euch einfach nach. Also ihr müsst ihn auf jeden Fall kaufen. Einfach kaufen. Ihr nehmt die Katze und malt ihr so ein bisschen die Lippen nach. Dann ist das eine weibliche Katze. Vielleicht könnt ihr auch euch einen Namen noch für sie ausdenken. Wie wäre es mit Muschi? Da könnt ihr eigentlich ganz kreativ sein. Wir nennen sie jetzt einfach mal Muschi, damit das auch darauf ewigt ist, dann weiß auch jeder Bescheid. Tschüss, Moschi. Tschüss. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann trotzdem. Ich muss aufhören, zu skeptisch zu gucken. Vielleicht habt ihr Ideen, was ich beim nächsten Mal zeichnen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Malwanne.